Ich habe also den Vergnügen, hier diese hervorragende Band zu moderieren. Die fabulösen vier, aber einer fehlt immer. Die vier lustigen drei. Die vier lustigen drei, und die werden uns jetzt was spielen und ich werde immer die Lieder ansagen. Und dann gehen wir mal an den Start. Ich kann keine Sau sehen, das ist ja grausam. Also für die jüngeren Mitbürger, die mich nicht kennen, ich bin also Knofo. Ich möchte eine Bemerkung vorweg schicken. Die Sachen, über die ich hier heute erzähle, so wie am Lagerfeuer, müsst ihr euch das vorstellen, wie auf Klinkenmühle in Gotzdorf. Die jüngeren Mitbürger kennen mich aus dem Ferienlager. handelt es sich um Geschichten, die vor rund 30 Jahren, ein paar Jahre mehr oder ein paar Jahre weniger passiert sind und sind also Schnee von gestern und ich warne Neugierige. Das ist natürlich jetzt nicht zur Nachahmung zu empfehlen. Die Sachen, über die ich erzähle, ereigneten sich zu einer Zeit,
als die Welt denen gehörte, die ein schnelles Pferd und 3 Tage Vorsprung hatten. Heute sind wir in ganz anderen Zeiten, da sieht Bankraub ganz anders aus, da beraubt die Bank den Bürger. Und wir haben das mal umgekehrt damals. Und jetzt muss ich zu einer kleinen Vorgeschichte schreiten. Mitte der 60er Jahre tummelte sich in West-Berlin ein ziemlicher Pöbel, genannt der Blues. Das waren langhaarige, ungewaschene Leute, die Negermusik hörten, ständig ihre Geschlechtspartner wechselten, Drogen jeglicher Art konsumierten und irgendwie, dieses Wort ist ja schwer en vogue, irgendwie etwas gegen den Staat hatten, gegen die Ausbilder, gegen die Lehrer, gegen die Chefs, gegen die Bullen sowieso, die Eltern überhaupt. Und diese Jugendlichen zogen plündernd und marodierend durch die geteilte Stadt, durch die selbstständige Einheit West-Berlin und frönten ihren Neigungen und wurden dann irgendwann auch politisch, weil sie merkten, dass sie irgendwas machen müssen, weil das Leben so ziemlich beschissen war. Es fing ganz banal an, indem wir Rockkonzerte stürmten, wo unserer Meinung nach der Eintrittspreis zu groß war. Hat heute schon jemand gestürmt hier? Nee, bisher nicht. Aber der Eintrittspreis ist nicht groß. Wir lieferten uns dann fiesche Kloppereien mit den Bullen und den Ordnern vor den Hallen und gingen dann einfach umsonst drin und hörten uns Jimi Hendrix und die Doors und die Stones und wisst der Geier wen noch an, weil wir ja nicht in der Lage waren, 20 Mark Eintritt zu bezahlen. 20 Mark war damals eine ungeheure Menge Heu. Ich habe im ersten Lehrjahr, 1966, habe ich 85 Mark im Monat gehabt. Und davon wollte ich auch noch Bier trinken. Auf jeden Fall wurden wir so allmählich ein bisschen politisch und ließen uns nicht mehr alle gefallen und lieferten uns Kloppereien mit den Bullen und versuchten einfach unser eigenes Leben durchzuziehen. Und dann gab es einen politischen Paukenschlag, das war die Baderbefreiung 1970. Mit diesem Datum konstituierte sich die Rote Armee-Fraktion. Und diese Leute begannen also sozusagen den bewaffneten Kampf gegen die BRD und Rest-Berlin. Die wollten uns natürlich auch gerne in ihren Reihen haben, weil wir waren kampferprobte Jugendliche, die sich die Butter nicht vom, oder damals noch die Margarine vom Brot nehmen ließen. Und wir hatten auch unsere Erfahrungen, wir wussten, wie man Autos klaut, wie man einen Molotow-Cocktail bastelt und wie in etwa die ballistische Flugbahn eines Pflastersteins, Bernburger Mischung, auszusehen hat. Aber wir, nach langem Hin und Her, verweigerten wir uns dann den Verlockungen unserer roten Brüder und Schwestern, weil das Einheitsmäntelchen, was uns die RAF überziehen wollte, diese bolschewistische Konstrukt, leninistisch, maoistisch, wie auch immer, war uns zu eng, das kratzte hinten und vorne. Die waren uns zu straight, die waren uns teilweise auch zu bürgerlich reaktionär und die stammten auch aus ganz anderen Verhältnissen als wir. Wir kamen aus dem Proletariat, der größte Teil der RAF kam aus dem Bürgertum oder Kleinbürgertum. Wir hatten nichts gegen unsere roten Brüder und Schwestern, im Gegenteil, das war schon ein ziemlich erotisches Verhältnis. Aber wir wollten uns von denen nicht sagen lassen, was wir zu tun hätten. Und so gründeten wir dann 2 Jahre später das anarchistische, oder sagen wir mal besser, libertär-sozialistische Pendant dazu, das war die Bewegung 2. Juni. Das heißt also, aus dem Blues, aus diesem langhaarigen Affenhaufen, entstand dann der Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen. Dieser Name hat auch eine Tradition, weil damals gründeten sich die kommunistischen Parteien in West-Berlin am Stück. Es gab zeitweilig 7 Stück parallel. Die bestanden in der Regel aus so 30 Vorstandsmitgliedern oder Führungskadern und etwa 3 bis 4 Massen. Und in Anlehnung dieser vielen Zentralkomitees, die es dann in West-Berlin gab, gründeten wir halt auch ein Zentralkomitee, nämlich den Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen.
Unser Paukenschlag begann eigentlich mit einem riesen Smoke-In auf dem Olivaer Platz in West-Berlin, wo also 2 Meter hohe Joint-Attrappen durch die Gegend getragen wurden. Und es wurde rumgeknutscht und gefummelt und alle Drogen wurden konsumiert. Die Bullen waren einigermaßen hilflos, die sahen überhaupt nicht durch. Die wussten damals noch nicht mal, was Haschisch eigentlich ist. Die hielten das für irgendwas Katholisches oder sowas wahrscheinlich. Aber da begann bei uns eine Art von Politisierung. Aber jetzt den Sprung wieder zurück zu 72. Die RAF hatte sich konstituiert. Wir waren auch der Meinung, dass man diesen Schweinestaat mit Waffengewalt angreifen könnte. Wir waren nicht der Meinung, dass wir unbedingt jetzt auf die große sozialistische Revolution hinarbeiten sollten, weil dann würden die Tröge die gleichen bleiben, nur die Schweine würden wechseln. Beispiel Sowjetunion. Und deshalb wollten wir was anderes. Wir wollten einfach wieder den Stachel löcken. Wir wollten die Laus im Pelz des Kapitalismus sein. Und deshalb gründeten wir, wie gesagt, also dann das libertär-sozialistische Pendant. Das waren nicht nur Anarchisten, sondern auch also Rätekommunisten, Anarcho-Syndikalisten. Auf jeden Fall libertäre Sozialisten, die sich von den autoritären Sozialisten der Roten Armee-Fraktion schon unterschieden. So viel zur Vorgeschichte. Um die soll es eigentlich heute gar nicht so gehen, sondern wir kommen heute eher zum gesellschaftlichen Teil, nämlich zu den durchaus lustigen Aspekten, die die Parole haben konnte, expropriiert die Expropriateure, auf Lenindeutsch enteignet die Enteigner. Das heißt, das Geld war zwar da überall, aber wir brauchten ganz viel Geld auch und es war leider in den falschen Händen. Und deshalb haben wir uns das Geld dann da geholt, wo es halt in Bündeln gehäuft war, so wie in Dagobert Ducks Geldspeicher etwa. Ich meine, natürlich ging es nicht nur um Expropriation, sondern es ging natürlich darum, dass wir den bewaffneten Kampf gegen die BRD und gegen den Westberliner Senat irgendwie finanzieren mussten. Ich hatte dann das Pech, dass ich bereits Anfang 1972 als Erster in meiner Gruppe illegal wurde und auf immer gesucht war und ich stand da wie nackend in den Erbsen. Das heißt, wir brauchten unbedingt Geld. Wir brauchten illegale Wohnungen, wir brauchten Fahrzeuge, wir brauchten Klamotten, wir brauchten Papiere, wir brauchten natürlich auch Waffen. Kurzum, dieser ganze Untergrundapparat ist ziemlich aufwendig. Das heißt, heute so ein Yuppie-Arzt oder so, der würde mit seinem Gehalt auch nicht hinkommen. Wir brauchten also Geld. Und wir machten natürlich einen Haufen politische Aktionen. Ich meine, auch Unkraut-Ex oder ähnliche Elaborate kosten Geld in der Apotheke oder in der Gärtnerei. Und alle möglichen Geräte, um den Bullenfunk abzuhören, um Miguelitos, sogenannte Teufelskrallen herzustellen oder auch mal einen richtig ökologisch gesunden Molotow-Cocktail mixen zu können aus bleifreiem Sprit, kostet halt alle einen Haufen Geld. Aber ich will mich heute an diesem Abend will ich mich beschränken auf die Geldbeschaffungsmaßnahmen, kurz GBM genannt. Nicht gesponsert von den Jobcentern. Und wir waren blutige Amateure und wir zogen dann also los, um Geld zu befreien. Zu befreien von ihren einstigen Besitzern. So viel erstmal und jetzt will ich Mückes Mucke. Yeah.
echt klasse, ihr wärt vor 35 Jahren genau bei uns richtig gewesen. Ja, da war ich schon nicht da. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel? Ja, ja, wir haben ja als der Blues angefangen. Ja. Und die verkackte Negermusik war uns zumindest genauso wichtig wie unsere bunten Klamotten und das, was wir dann später gemacht haben. Kurzum, wir brauchten Knete. Ich war also illegal, andere Leute waren auch schon illegal. Zwei sehr liebe Freunde und Genossen von mir wurden kurz nacheinander von den Bullen erschossen. Das heißt, wir mussten uns auch bewaffnen. Vielleicht noch ein Satz dazu, wieso wir auf den Namen Bewegung 2. Juni kamen. Die RAF nannte sich halt Rote Armee-Fraktion, was uns ein bisschen heftig erschien. Wir nannten uns Bewegung 2. Juni, weil am 2. Juni 1967 zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte Westdeutschlands oder Westberlins ein Toter zu beklagen war. Ein unbewaffneter Student, der vor der Polizei weglief und in den Hinterkopf geschossen wurde von einem durchgegangenen Zivilbullen namens Karas. Und wir dachten, wenn wir uns Bewegung 2. Juni nennen, dann müssen die Bullen jedes Mal, wenn sie in den Nachrichten oder so sagen, ja, der 2. Juni hat wieder das und das gemacht, dann müssen sie auch erklären, was war der 2. Juni eigentlich, was ist am 2. Juni 67 passiert. Da ist ein kleiner, verkackter Student unschuldig wie eine Jungfrau einfach erschossen worden. Und deshalb haben wir uns diesen Namen gegeben, obwohl wir mit diesen Leuten eigentlich nicht viel am Hut hatten, mit den Studenten. Okay, wir waren im Untergrund und mussten uns also versorgen. Wir waren blutige Amateure und stellten uns so Banküberfälle vor, wie wir das in den Filmen von Sergio Leone vorher vielleicht gesehen hatten oder in irgendwelchen spanischen Krimis. Auf jeden Fall planten wir dann wochenlang unseren ersten Banküberfall. Der fand im Süden Westberlins statt. Wir klauten dazu einen VW Käfer, das ideale Fluchtfahrzeug, kann man mal sagen. Geniale 38 PS. Also in ungefähr 3 Minuten auf 100. Sofern keine Ampel dazwischen kam. Zwei große Türen, wo also drei Leute gut ein- und aussteigen. Aber ich meine, wir waren damals wirklich blutige Amateure. Und so ein Käfer ließ sich halt wirklich mit einer Gabel und einem Schraubenzieher knacken und wegfahren. Und deshalb wählten wir als erstes Fluchtfahrzeug einen Käfer, aber wir waren natürlich ganz schlau. Das heißt, im Winter, dieser Banküberfall fand im Winter statt, das macht sich natürlich schlecht, wenn da vor so einer Bank ein Auto mit laufendem Motor steht und da sitzt jemand am Steuer. Also, kannten wir aus den Filmen der 60er Jahre, das funktioniert nicht. Deshalb saß meine damalige Freundin und Genossin, die leider auch schon tot ist, auf dem Beifahrersitz mit einer Blondhaarperücke. Und fürchterlich überschminkt und machte rum mit diesem kleinen Toilettenspiegel, den man da so an der Sonnenblende hat. Und die Leute fanden das alles ganz normal. Derweil näherten sich die eigentlichen Protagonisten, mein Freund und Genosse P. und Icke, von zwei Seiten den Banktüren. Mein Freund P. hatte zu viele französische Kriminalfilme gesehen, also diese Film Noir. Er erschien deshalb im fast bodenlangen Trenchcoat. Das ist alles keine Scheiße, das ist auf den Pallen neben mir. Dazu trug er einen dunkelblauen Borsalino mit so einer Krempe und hatte darunter zum Herabrollen einen lilanen Seidenstrumpf. Wir trafen uns dann vor der Bank und gingen in den Windfang, ist ja immer so eine Doppeltür, und fingen an, uns dann zu maskieren. Er rollte also seinen lilanen Strumpf herunter. Ich zog mir mein schwarzes Tuch hoch. Ich war dann noch ein bisschen stilechter eigentlich, wie es sich für einen Revolutionär gehört. Geteilt. Ich hatte einen Parker an, aber so einen weiten Parker, aber nur aus dem Grund, weil ich unter dem Parker so ein Kleinkaliber-Schnellfeuergewehr hatte mit abgesägten Kolben.
während mein Genosse P. unbedingt so eine uralte belgische Pistole mit sich rumschleppen musste, die zwar Mordseindruck machte, aber irgendwie aussah wie aus dem Kino. Naja, wir stürmten dann halt drin und ich habe halt die Aufgabe gehabt, also die Leute da in Schach zu halten, während mein Genosse dann in die Kassenbox ging, um da zu kassieren. Irgendwie war an dem Tag alles ein bisschen seltsam, weil ständig, vielleicht lag es an der Kälte, ich weiß nicht, ständig kamen Leute in diese Bank und während der kurzen Zeit, wir waren maximal 3 oder 4 Minuten da drin, ständig kamen Leute an und ich musste mit diesen Leuten jetzt irgendwie klar werden. Mein Kumpel, der hatte das natürlich gut, der hat einfach nur hinter dem Tresen die Scheine eingesackt und geguckt, da nehmen wir noch den Sack Kleingeld mit und dies und das, was ist denn das, was ist denn da drin und so. Einfach mal, man steht ja selten hinter dem Tresen bei der Bank. Und ich musste also diese ganze Meute da irgendwie dirigieren. Und da passierten so Sachen, da kamen Leute rein in die Bank durch den Windfang, dann sahen sie mich erst, weil ich so versetzt stand. So, was ist denn hier los? Ich sagte, Überfall. Was? Na sowas. Andere Leute reagierten völlig panisch. Eine Frau ließ ihr Kind los und rannte sofort zur Wand, wo die anderen so aufgereiht standen und saßen und stellte sich dazu und sagte, um Gottes Willen, können doch ihr Kind nicht einfach da stehen lassen. Hier ist ein Banküberfall, böse Menschen hier in der Bank. Ich versuchte, ein bisschen aufzulockern, damit die Leute einfach cool bleiben. Weil wenn jemand in Panik gerät, ist das total scheiße. Und dann habe ich das Kind an der Hand genommen, das guckte mich ganz groß an und führte das hin zur Mutti und sagte, also ein bisschen mehr Sorgfaltspflicht und so. Dann hatte ich schon den ersten Lacher, sowas funktioniert einfach bei so Occasionen. Naja, dann hatten wir halt endlich die Penunse alle zusammen und ich wurde langsam ungeduldig, weil mein Freund und Genosse da unterm Tresen immer noch am Rumwühlen war. Ich weiß nicht, was der gesucht hat, aber er hat da überall reingekickt und gewühlt. Dann endlich waren wir so weit, ich habe mehrmals kurz gepfiffen irgendwie, dass er endlich aus dem Puschen kommt. Dann sind wir also raus, ich blieb noch bis zum Schluss drin, habe gesagt, dass den Leuten, dass wir artig bleiben sollen und dass nichts passiert und dass wir das Geld nicht ihnen wegnehmen, sondern halt den Reichen und dass sie keine Angst haben müssten, dass niemand was passieren würde etc. Und sie sollten noch ein bisschen Geduld haben. Und davon könnten sie ihren Enkelkindern noch erzählen. Und dann war endlich meine Genosse im Käfer und ich war auch der Fahrer. Ich bin dann also rumgewetzt und habe mich reingeschmissen in das Auto und wir sind losgefahren. Dann habe ich drei Ecken weiter habe ich die Genossin mit der Knete rausgelassen. 5 Ecken weiter habe ich dann den anderen Genossen rausgelassen. Und dann habe ich das Auto in irgendeine Sackgasse gefahren, war eine Endhaltestelle der U-Bahn im Süden Westberlins. Und habe dann auf die U-Bahn gewartet, hatte meine Klamotten auch so ein bisschen verändert. Bin dann in die U-Bahn gestiegen und wer steigt 2 Stationen weiter ein? Meine Genossin mit der Knete. Natürlich haben wir so getan, als ob wir uns noch nie gesehen hätten. Aber sie saß mir so schräg gegenüber und sie hatte eine Plastiktüte, wo die Knete drin war. Und ich sah deutlich, was eigentlich alle in dem Waggon hätten hochziehen müssen, dass da Bargeld, und zwar massenweise Bargeld. Das heißt, es drückte sich einfach durch diese weiße Plastiktüte, wo keine Reklame auf Druck oder sowas waren und jeder konnte das sehen. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Ich dachte, die sehen das alle. Und dann stieg sie endlich aus und niemand stieg mit ihr aus, was schon mal Erleichterung war. Naja, dann haben wir uns halt zu Hause getroffen und uns wie die Hottentotten aufgeführt und Feigstänze veranstaltet. Das war halt unsere erste Bank und es war natürlich im 6-stelligen Bereich, also weit über 100.000. Darunter haben wir dann noch später nie wieder gemacht. Alles wunderbar funktioniert. Aber wir waren halt wirklich blutige Amateure zu der Zeit und wir mussten lernen. Das heißt, wir haben dann später auch gelernt, wann ist denn überhaupt in so einer Bank ganz viel Geld drin? Heutzutage, das kann man überhaupt nicht mehr mit heutzutage vergleichen, das sagte ich bereits am Anfang. Heutzutage ist Banküberfall wirklich obsolet. Heutzutage kauft man sich einen sehr guten Rechner und dann geht man zur Werke. Das, was weh macht, dann war damals natürlich en vogue, aber heutzutage mutet das einigermaßen archaisch an. Auf jeden Fall haben wir dann für dahin wesentlich mehr Sorgfalt auf Ausstattung, Planung etc. gelegt.
Tja, weiter. Na klar, können wir machen. Das war also die Premiere sozusagen. Wie auch diese famose Band übrigens, die Premiere hat mit mir berichtet. Mit dieser Geschichte auf jeden Fall, fühlten wir uns fast schon wie Profis, als sollten noch ein Dutzend oder vielleicht auch ein paar mehr folgen. Ich habe sie nie gezählt. Wir waren noch mal in wechselnder Besetzung. Einige der Banken der Expropriation vornehm ausgedrückt haben auch im benachbarten westlichen, nicht-sozialistischen Ausland stattgefunden. Etliche davon auch im Königreich Schweden, in dem ich mich ein paar Jahre lang aufgehalten habe, um da die, sagen wir mal, Revolution voranzutreiben, obwohl ich den Begriff heute einigermaßen lächerlich finde, weil ich nicht mehr für Revolution bin, sondern für Rebellion, und zwar permanente Rebellion gegen die Drecksverhältnisse. Auf jeden Fall rollte der Rubel, wie gesagt, und wir begannen uns auch besser zu organisieren. Das heißt, wir legten mehr Wert auf Planung. Diese Planung sah dann in etwa so aus, dass wir erwarteten einen Transport mit Bargeld in einer größeren Bankfiliale. Wir wussten aber nicht genau, wann der da aufschlagen würde. Wir hatten das ein paar Mal gecheckt und das war manchmal um 9, manchmal um 9:30, manchmal erst um 10,
war alles sehr dubios. Also mussten wir das Ganze checken. Das heißt, wir lagen da wie die Indianer auf der Lauer. Das sah dann also so aus, dass ich an einem etwas altersschwachen Renault R4 etwa anderthalb Stunden lang das rechte Hinterrad wechselte, direkt vor der Bankfiliale, also gegenüber. Und dieser verfickte Transporter mit der Knete kam und kam einfach nicht. Und rollte das Rad hin und her und schraubte die Schrauben los und wieder ab. Und offensichtlich ist niemandem was aufgefallen. Und endlich kam dieser Dreckstransporter und Leute mit mächtigen Kästen schleppten da halt das kostbare Bargeld rein. Und wir dachten, okay, das wird in etwa die Zeit sein. Aber ihr kennt alle Murphys Gesetz. Das lautet in etwa, alles was schief gehen kann, geht auch irgendwann schief. Und so ist es uns natürlich auch hin und wieder gegangen. Manchmal sind wir auch nur einfach Irrtümern aufgesessen. Also da war zum Beispiel diese Inne-Geschichte bei irgendeiner Bank. Da bestand meine Genossin, teure Genossin G, leider verblichen, unbedingt darauf, nachdem sie das Bargeld abgeräumt hatte, was schon eine schlappe Viertelmillion war, die ganzen Geldbomben, die hinterm Tresen in der Kassenbox aufgeschichtet waren, also diese Geldbomben, diese glänzenden Chrombehälter, wo die Ladeninhaber abends ihre Tageseinnahmen in so einen Schlund werfen und der wird dann, landet dann in der Bank und wird dann irgendwann hochbefördert und ausgezählt und ist der Geier. Aber kenne mich im Bankgewerbe so gesehen eigentlich nicht so besonders aus. Auf jeden Fall war da dieser veritable Haufen mit diesen Geldkassetten und meine Genossin bestand darauf, diese Geldkassetten sollten auch alle in einen großen Sack gepackt werden. Und der Bankkassierer versicherte ein ums andere Mal, da ist aber kein Geld mehr drin, sondern nur noch die Belege. Aber meine Genossin Gabriele bestand darauf. Und der sagte, er schüttelte nur meinen Kopf und sagte, da ist wirklich kein Geld drin. Aber wieso soll man so einen Bankkassierer glauben? Und so wurde dieser Sack eingepackt und geschultert und der wog eine halbe Tonne und auch zu unserem VW-Bus, den wir damals benutzt hatten, geschleift und mit entführt sozusagen. Naja, der Rest, den könnt ihr euch schon denken. Wir hatten also diese schlappe Viertelmillion und als wir dann da rangingen, mit Hammer und Meißel diese einzelnen Geldkassetten aufzumachen, waren da wirklich nur noch die Belege drin. Das heißt, wir hatten einen Berg Alteisen am Arsch. Aber wie gesagt, es können auch manchmal Sachen fürchterlich schief gehen und ein einziges Mal ist so eine Sache auch wirklich schief gegangen, die ist einfach am Widerstand der Bevölkerung gescheitert. Und dazu muss ich sagen, ich sehe hier nur jüngere Mitbürger, ist am Widerstand der älteren Mitbürger gescheitert. Damals also noch die Nazi-Generation, zumindest konnte man die noch verdächtigen, dass sie irgendwas Schlimmes gemacht hat. Diese Leute haben uns den Garaus gemacht bei einer Aktion, wo wir uns auch wieder eine schlappe Viertel bis halbe Million erhofft hatten. Wir hatten leider, wir waren eine ziemlich riesige Filiale mit 12 Schaltern, von denen aber nur immer so 4, 5 geöffnet waren. Und wir hatten das also minutiös gecheckt, wie das Geld da rankam und in Transportern vorgefahren wurde und schwer bewaffnete Wachen schleppten dieses Geld da rein und raus und raus eigentlich. Also wir waren ja erpicht darauf vorher zuzuschlagen, bevor das Geld zur Landeszentralbank geschafft wird, wo dann bis 12 Uhr mittags noch Zinsen bringt in diesem verfickten kapitalistischen System. Und wir sind dann also natürlich um 11 Uhr da rein gegangen oder um 10:30, aber wir hatten das Datum missachtet. Das Datum war der 30. eines Monats und das war der traditionelle Rentenauszahltag. Das heißt, früher sind die Rentner noch wirklich zur Bank oder Sparkasse gedackelt und haben sich da in bar ihre Rente abgeholt. Und nun geschah, was geschehen musste. Wir waren damals tatsächlich sehr gut besetzt. Jemand hat das Auto gefahren, der blieb im Wagen. Wir sind zu dritt, glaube ich, sind wir in diese Bank drin. Eine riesige Halle, wie ein Bahnhof so groß. 12 Schalter. Und zu unserer Überraschung waren da nicht nur 3 oder 4 Schalter geöffnet und nicht nur 3 oder 4 Bankangestellte und vielleicht
10 oder 15 Kunden, sondern es wuselte da drin von Rentnern, die alle nur ein Ziel vor Augen hatten, Bargeld in die Hand zu nehmen. Das heißt, da waren ungefähr an die 100 Personen versammelt, alle Schalter waren offen, es war ein viehisches Gewusel, wir sind da drin, ich hatte eine abgesägte Schrotflinte und Kaliber 12, das ist also das fetteste, was man haben kann, fast 20 mm, 18,2 mm und hatte die wohlweislich so vorgeladen, das heißt eine Schrotpatrone, eine Halbautomatik, eine Schrotpatrone, ein Sauposten, eine Schrotpatrone, ein Sauposten, 5 Schusspasten ins Magazin. Natürlich ging das alles nicht gegen Personen, sondern sollte ja immer nur Eindruck machen, also muss dazu sagen, ist nie jemand verletzt worden oder sonst irgendwas bei der Art der Sachen. Wir hätten auch nie auf Leute geschossen wegen Geld. Das sollte klar sein. Auf jeden Fall kann man damit mächtig Aufruhr machen. Und manchmal kann man zum Beispiel in die Kassenbox schießen mit so einem Sauposten. Das ist ein Brennecke Vollmantel, Bleigeschoss aus Hartblei, was also durchaus auch eine 25 mm Acrylglasscheibe, eine sogenannte Panzerglasscheibe, so durchlöchern kann, dass der Kassierer dahinter kalte Füße bekommt. Und dazu sollte es also dienen, alle reine Mimikry. Auf jeden Fall versuchten wir uns Gehör zu verschaffen. Wir positionierten uns also in dieser Bahnhofshalle zu dritt, irgendwie fuchtelten mit unseren furchterregenden Waffen herum. Und mit dem Resultat, dass uns Rentner beiseite schubsten, weil sie an irgendwelche Formulare wollten, uns völlig ignoriert haben. Und ich habe das selber erlebt, ich stand also wirklich, ich sah wirklich furchteinflößend aus und stand da mit dieser Schrotflinte, diesem fetten Teil da in der Hand und hatte durchgeladen, dieses Geräusch kennt man ja aus dem Fernsehen. Man stand da einfach und machte böse Gesicht hinter der Maske, soweit das böse Gesicht geht da. Und dann stand ich an so einem Pfeiler und da schubste mich so eine ältere Dame zur Seite, weil sie an irgendeinem Formular wollte, was dann in so einer Halterung an diesem Pfeiler war, was sie auszufüllen dachte. Und die hat mich völlig ignoriert und so taten es die übrigen 80 bis 100 Rentner und Rentnerinnen, übrigens überwiegend Rentnerinnen, muss ich dazu sagen. Die haben uns also völlig ignoriert. Das war ein Blitz. Mit dem Resultat, wir haben uns also per Augen verständigt, irgendwie, was sollen wir jetzt machen, sollen wir die Sache abbrechen oder nicht. Ich habe diese Geschichte geleitet, also man braucht ja immer irgendwie einen Leiter, so wie ein Lokomotivführer auch. Und ich habe also zu verstehen gegeben, nein, wir ziehen die Sache durch, ich würde jetzt die Sache unter Kontrolle bringen. Wir kamen also auf die glorreiche Idee, einen Schuss in die Decke abzufeuern. Ich habe kurz überlegt, was ich als Erste geladen hatte und war mir nicht sicher, ob ich einen normalen Schrot oder einen Brennecke Vollmantel geschossen hatte. Es war ein Vollmantel geschossen. Ich habe also in die Decke geschossen und dachte, jetzt werdet ihr endlich parieren, verdammte Rentner mit Nazi-Vergangenheit. Das Resultat war, ich habe ein Stahlseil damit getroffen, an dem die Abhängung der Decke hing. Das heißt also, auf etwa 250 Quadratmetern kam die Klimaanlage runter, sämtliche Neonlampen und alles weitere. Alles war überstäubt mit Gips, Staub und alles rannte durcheinander und dann Erdbeben oder sonst irgendwas. Ich wurde wiederum ein paar Mal über den Haufen gelogen. So wie das um meinen Genossen ging. Kurzum, es war nichts zu machen. Es war eine völlige Kabalik und ja, wir haben die Segel gestrichen. Das heißt, wir sind unverrichteter Dinge raus in unserem furchtbar frustriert in unser Auto gestiegen und abgefahren und dachten, naja, die ältere Bevölkerung, da müsste man mal drüber nachdenken. Wie ich bereits gesagt hatte, wir haben Schusswaffen wirklich nur immer zum Drohen und zum Banküberfall gehört einfach ein Schuss, aber man kann ja nicht mit einer Tabakspfeife oder einer Zahnbürste. Deshalb haben wir auch
diese Schusswaffen dabei, aber wir wären aber nie auf den Gedanken gekommen, irgendwie ein Menschenleben für Geld wirklich zu gefährden oder jemanden zu verletzen, wäre für uns überhaupt nicht in Frage gekommen. Das zweite Mal, als ich in einer Bank das Feuer eröffnet habe, war genauso unheroisch wie das erste Mal. Wie gesagt, wir hätten wirklich nie auf Menschen geschossen. Also wenn wir auf der Flucht aus der Bank heraus oder so auf Bullen getroffen wären, die auf uns geschossen hätten, weiß ich nicht, was passiert wäre. Möglicherweise hätten wir uns mit unseren Waffen zur Wehr gesetzt. Glücklicherweise sind wir nie in diese Situation gekommen. Aber auf jeden Fall war das absolut tabu für uns, dass wir Schusswaffen eingesetzt hätten gegen irgendwelche Leute nur für Geld. Ich musste mal einem auf die Fresse hauen, aber das erzähle ich später. Der meinte, den Helden spielen zu müssen. Aber ansonsten, das zweite Mal, wie gesagt, als ich eine Schusswaffe eingesetzt habe, da war so eine Kassenbox, die hatte so einen Schlitz unten, völlig idiotisch. Schusssichere Glas ringsherum, aber da war so ein Schlitz, so groß wie ein Briefkasten. Und da habe ich dann die Knarre durchgesteckt und auf ihn gerichtet und habe gesagt, mach die Box auf. Nein. Ich sagte, mach die Box auf, du Arschgeige. Nein. Ey, du Penner, willst du jetzt endlich die Box aufmachen? Bist du völlig verblödet oder was? Das hier ist eine Waffe, verstehst du nicht? Nein. Der Typ hat völlig einen an der Waffe. Der war wie ein paralysiertes Eichhörnchen, sagst du, ja? Er hat sich nicht bewegt, hat nur mal Nein gesagt. Dann habe ich die Knarre wieder rausgezogen und dachte, was machst du jetzt? Und dann stand da ein Papierkorb neben der Box. Und dann habe ich den Papierkorb erschossen. Und dann hat er die Tür aufgemacht. Working like a dog. Ooh, I've been around.
großartig. Wir hätten eigentlich mit dieser Bank einreiten müssen. Mit dieser Band in die Bank einreiten müssen. Ich meine, wir hatten ja auch so Sachen. Also uns war ja immer darum gegangen, dass wir die Leute nicht verängstigen wollten. Und wir mussten den Leuten und wollten den Leuten auch immer sofort klar machen, dass wir keine wirkliche Bedrohung für das normale Bankpublikum sind und auch nicht für die Angestellten, sondern wir haben immer, waren immer bemüht, den Leuten auch die Angst zu nehmen, gleich von vornherein. Deshalb mit so einer Band, das wäre total geil gewesen. Aber wir haben deshalb andere Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel einen Kassettenrekorder auf den Tresen gestellt und haben... Da lief dann Jimi Hendrix Star Spangled Banner. Also mit staccato-artigen Geräuschorgien die amerikanische Nationalhymne auseinander. Wir sind dann davon abgekommen, wir hätten dann doch vielleicht lieber diese famose Band mitnehmen sollen oder Musik dieser famosen Band, weil Jimi Hendrix war dann doch weniger geeignet. Oder wir haben dann zum Beispiel auch einfach nur. Eigentlich darf man das ja aus politisch korrekten Gründen heutzutage nicht mehr sagen. Wir haben dann einfach Negerküsse verteilt. Das heißt also, einer hat die ganze Bande in Schach gehalten, einer hat kassiert und einer ist rumgelaufen mit einer riesen, mit einem Riesenkasten Dickmanns und hat jeden genötigt, sich doch da so einen Negerkuss auszunehmen. Und da huschte dann auch schon mal das eine oder andere Lächeln über die Gesichter und die Leute haben also gemerkt, dass sie wirklich keine Angst vor uns zu haben brauchen, weil das wollten wir auch nicht. Wir wollten niemanden da traumatisieren oder irgendwie in Angst und Schrecken versetzen. Die Leute sollten uns einfach nur ernst nehmen und die sollten begreifen, dass wir da Geld befreien, weil nicht den Leuten gehört, die da drauf sitzen, sondern bei dem Volk gehört und damit auch uns. Und den Befreiungsbewegungen, die es damals noch reichlich gab. Also jetzt wird natürlich die Frage im Raum stehen, was passiert denn mit all diesem Geld? Gucci-Schüchen oder Präservative aus Seide? Natürlich nicht. Wir haben sehr spartanisch im Untergrund gelebt und wir haben wirklich nur das Nötigste für uns. Wir hatten also, wir haben uns selber so, sagen wir mal, versorgt, wie ein Facharbeiter das damals hatte, ein Gehalt. Ansonsten haben wir das meiste Geld halt in die Logistik investiert, die halt immer umfangreicher wurde, je mehr Leute im Untergrund zugange waren. Und natürlich die Befreiungsbewegungen in aller Welt, insbesondere in der dritten Welt, haben natürlich einen Löwenanteil von uns bekommen. Das war obligatorisch. Ein Teil des Geldes ging auch immer an die schwarze bzw. rote Hilfe. Das heißt also, die Leute, die unsere politischen Gefangenen versorgt haben, im Knast, dass die Zeitungsabonnements haben konnten, Zusatznahrungsmittel, Tabak etc. Aber der Großteil oder ein Großteil ging wirklich für Befreiungsbewegungen drauf. Wobei ich das heute manchmal so mit einem tränenden Auge auch sehe, weil wir haben da manchmal auch die falschen Schweine gefüttert. Das heißt, aus den Befreiungsbewegungen von damals haben sich auch öfters absolute Arschlöcher entwickelt und schlimme kommunistische Diktaturen, die wir damals unterstützt haben. Aber das war damals wert, dass zumindest das Zeitalter des Kolonialismus beendet werden konnte. Und wir haben auch, also der Vietcong hat von uns auch reichlich Geld bekommen und konnte dann damit bei der Omnipol in Prag wunderbare Luftabwehrkanonen kaufen, mit dem sie dann die amerikanischen Flieger wegputzen konnten vom vietnamesischen Himmel. Und darauf bin ich heute noch stolz, dass das auch funktioniert hat. So eine 2 cm Vierling kostet halt locker mal 180.000 Mark damals. Und die mussten natürlich finanziert werden. Wie gesagt, wenn ich heute von diesem vielen, vielen Geld, was wir damals erbeutet haben, einen Bruchteil hätte, ach, dann wäre ich schon ganz froh. Ich glaube auch nicht, dass ich da noch arbeiten werde. Außer zum Vergnügen, versteht sich. Aber ich will noch kurz auf die Geschichte zurückkommen, wo dann halt wirklich mal gewalttätig wurde. Das war die einzige Gewalttätigkeit. Da hatte ich irgendwie einen Notstand und bin mit einer einsamen Genossin, haben wir halt eine kleine Filiale gemacht. Da ging schon von vornherein alles schief. Das heißt, ich habe also wieder ein Auto geklaut,
habe dort 500 Meter vor der Bank geparkt, ordnungsgemäß. Und am nächsten Morgen gingen wir da hin und konnten gerade noch beobachten, wie die Bullen das Auto abgeschleppt haben. okay, gut, neuer Versuch. Neues Auto, andere Stelle, endlich. Das haben sie uns dann nicht wieder weggenommen. Dann konnten wir also in die Bank rennen. Meine Freundin und Genossin ist wie ein Schwan über den Tresen gesegelt und hat den Menschen da zur Seite genommen und hat dann halt abkassiert. Alles lief wunderbar. Ich habe allerdings einen Fehler gemacht. Ich habe mit meinen Handschuhen so auf die Scheibe gegriffen oben und da war aber eine Naht an meinen teuren schweinsledernen Porsche-Handschuhen aufgehangen und habe da einen Fingerabdruck hinterlassen. Das ist mir mit diesem Schweinehandschuh zweimal passiert. Dazu komme ich noch. Das sind die einzigen beiden Banken, die mir wirklich also per Fingerabdruck nachgewiesen wurden. Insgesamt sind mir auch nicht höchstens ein halbes Dutzend nachgewiesen worden. Der Rest ist nach wie vor verjährt. Auf jeden Fall waren wir dann fertig. Wir hatten fertig. Und ließ dann, Damen haben den Vortritt, meine Genossin zur Tür raus und machte noch meine übliche Ansage zum Publikum irgendwie, dass es sich nicht gegen sie gerichtet hätte und dass das Geld dem Volk gehört und wir fühlten uns für das Volk da gerade verantwortlich und niemand würde ein Leid geschehen und sie mögen doch bitte noch mal eine Minute oder zwei die Füße stillhalten, dass wir also ordnungsgemäß flüchten könnten und so weiter. Dankeschön. Und dann bin ich zur Tür raus und da lauert hinter dieser Glastür ein Fettsack von ungefähr 120 Kilo und wirft sich auf den Boden und stemmt sich gegen diese Tür. Und ich kriege diese Tür natürlich nicht auf. Ich dachte, dieser Typ muss völlig wahnsinnig sein. Ich zeige ihm ständig diesen Lauf der 9 mm Parabellum. Das sieht schon ziemlich beeindruckend aus, wenn man da vorne reinguckt. Und mache alle möglichen Mätzchen und deute ständig auf ihn. Und also eine lächerliche, normale Glastür. Ich hätte den nochmal bestimmt 50 Gramm schwerer machen können zu seinen 120 Kilo. Und der reagiert überhaupt. Er hält die Tür zu und starrt mich verbissen durch die Glastür an. Ach, das darf nicht wahr sein. Was für ein Irrer. Dann habe ich irgendwie mit viel Gewalt und Geruckel habe ich dann den Lauf der Knarre zwischen den Türrahmen gekriegt. Und fing dann an, mühselig mit der Knarre, die ja eigentlich dazu gedacht ist, Menschen abzumurksen, woran ich mich im Traum gedacht habe, diese Tür aufzuhebeln. Und hatte dann endlich auch einen Fuß dazwischen und konnte diesen Fettsack zur Seite schieben. Und dann wollte ich wegrennen und habe nach einem Meter kurz angehalten und dachte, nein, der ist so voll verblödet. Der riskiert sein Leben für Geld, was ihm nicht gehört. Nur weil er irgendwie zu viel schlechte Filme in seinem Leben gesehen hat und vielleicht zu wenig gevögelt hat. Das geht nicht, das kann ich nicht durchgehen lassen. Da habe ich mich umgedreht und habe dem voll einen auf die 12 gegeben. Das war das einzige Mal, dass ich wirklich Gewalt angewendet habe. Aber der war so verblödet, der hat es wirklich verdient gehabt. Und dann bin ich gegangen. Place the Paris on, don't forget.
Natürlich immer perfekter in der Planung. Wir waren also schon richtige Füchse irgendwann. Ich meine, wir haben uns nicht mehr darum gekümmert, wie viele Banken mit waren und wo oder was. Das interessierte uns nicht mehr. Interessierte irgendein Reichsbahner, wie oft der Leipzig-Cottbus gefahren ist im Laufe eines halben Jahres. Das meterte sich dann schon so runter. Ich meine, es war natürlich immer wieder eine gewisse Aufregung. So ein Banküberfall ist ja wie Theater. Das heißt, man kennt das Stück und man kennt seine Rolle und dann geht man auf die Bühne, aber da sind so viele Imponderabilien. Also man weiß jetzt nicht, ob irgendeiner der Schauspieler in den Orchestergraben fällt oder der Vorhang fällt runter oder irgendwas passiert oder das Publikum ist einfach nur scheiße oder irgendwelche. Also das ist aber so eine Art von Theater. Das heißt, natürlich gibt es so ein gewisses Lampenfieber auch und man weiß, dass einiges schief gehen kann, oft geht viele schief, aber letztendlich wurde immer alles gut. Aber wie gesagt, das ist auch immer natürlich, also nicht ganz so locker flockig gewesen, sondern man ist natürlich auch viel recht. Und hinterher ist man völlig erleichtert und muss erstmal fürchterlich was trinken und kiffen und anschließend die halbe Nacht durchvögeln und man ist völlig überdreht und ist natürlich, also wie im richtigen Theater hoch. Die größte Sache, die wir je gemacht haben, ich will jetzt nicht über die Summe reden, weil dann würde man jetzt daraus spekulieren können, wo das gewesen ist oder so, und das ist eigentlich uninteressant, obwohl alles längst verjährt ist, aber vielleicht wird das irgendwann mal aufgeschrieben, weiß ich noch nicht, aber egal, es war eine sehr lustige Sache, da waren wir richtig pfiffig. Das heißt, da hatten wir uns gegenüber einer Bank einquartiert, wir hatten so eine Wohnung angemietet, im nichtsozialistischen Ausland hat das stattgefunden, wo man vom dritten Stock aus direkt in den zweiten Stock dieser Bankfiliale, dieser riesigen Bankfiliale, schauen konnte und sehen konnte, wie das Geld verpackt wurde, um anschließend von zwei bewaffneten Wächtern in die Tiefgarage mit dem Fahrstuhl gebracht zu werden, die dann das Weite suchten mit einem gepanzerten Fahrzeug, das vorher natürlich in der Tiefgarage geparkt war. Wir kamen also an, wir hatten das beobachtet, jemand war in der Wohnung, der hat diese Lage gecheckt, der hat gesagt, jetzt sind die soweit, die haben also das Geld gerade verpackt in die Taschen, jetzt besteigen sie den Fahrstuhl. Da war unsere Minute für das Einsatzteam sozusagen. Wir sind also rückwärts in diese Tiefgarage reingefahren, haben vorher noch die Lichtschranke ein bisschen überlistet und sind dann da reingefahren rückwärts und dann standen wir rechts und links vom Fahrstuhl und dann kamen diese beiden Herren, die hatten jeweils rechts außen ein Holster mit einer beeindruckenden Kanone, aber die hatten zwischen sich hatten sie halt diese Mordstasche mit dem Zaster. Das heißt, die Fahrstuhltür ging auf. Sie schauten in den Lauf einer ziemlich großen Schrotflinte, die noch dazu abgesägt war. Und sie schauten in den Lauf einer Maschinenpistole. Und wenn sie dann kulturell einigermaßen geprägt waren, werden sie sich gedacht haben, dass sie sich in einer echten Hamlet-Situation befunden haben. Das heißt, derjenige, der die Tasche in der rechten Hand hielt, wird sich gedacht haben, lasse ich die Tasche jetzt fallen und ziehe oder behalte ich lieber die Tasche und ziehe nicht. Der links wird gedacht haben, ziehe ich und wenn aber der Typ da neben mir die Tasche fallen lässt, was mache ich dann? Die waren in einer echten Scheißsituation, hammermäßig halt. Auf jeden Fall reichten sie uns dann die Tasche, wir banden sie mit ihren eigenen Handschellen aneinander, schickten sie den Fahrstuhl hoch und verpissten uns mit der Knete.
die allerletzte Bank, die ich drei Monate oder ja, schlapp vier Monate vor meiner Verhaftung gemacht habe in Stockholm, die war recht lustig aus vielerlei Hinsicht. Erstens mal konnte mir die hoch minutiös nachgewiesen worden, weil dieser dämliche Handschuh, dieser Porsche Autofahrerhandschuh, Schweinsledern für bestimmt 25 Mark damals, einen Haufen Geld, mir wieder mal einen Streich gespielt hatte. Ich hatte die Naht natürlich genäht, aber die ist wieder aufgegangen an der gleichen Stelle. Vielleicht hätte ich jemand anders bitten sollen, mir das zu nähen. Auf jeden Fall wurden wir davor. Dazu muss ich übrigens nochmal was sagen, weil ich vorhin überhaupt zum Schusswaffengebrauch gesagt habe. Da waren auch ausländische Genossen aus Lateinamerika noch beteiligt, also echte Revolutionäre, denen wir uns als Westeuropäer auch gegenüber ein bisschen unterbelichtet fühlten. Leute also, die keine Pardon kannten. Aber ich war der Chef dieser kleinen Unternehmung und hat deshalb 500 Meter vor der Bank, wir hatten einen wunderbaren 218er Daimler, vier Türer, habe ich angehalten und habe mir die Knarren meiner Genossen zeigen lassen, weil wir hatten eine Vereinbarung. Die müssen A, gesichert sein, die dürfen nicht durchgeladen sein. Das heißt, wenn man in so einer Bank drin ist und es wird wirklich prekär, dann muss man also verschiedene Handgriffe tun, die jeweils einer Überlegung bedürfen. Das heißt, man muss die Sicherung umlegen, man muss das Ding durchladen und dann kann man erst schießen. Das war unsere Sicherung sozusagen, dass keine Dummheiten passieren. Und ich habe halt angehalten, ich habe auch das Auto gefahren bei dieser Aktion und habe halt meine Genossen auch gefordert, mir ihre Knarren zu zeigen, ob die in dem Zustand sind, wie wir das vereinbart hatten. Und das war das. Das hat später für böse Blut gesorgt, weil es wurde mir dann später vorgeworfen, dass ich ihm nicht vertraut hätte etc. Aber der lateinamerikanische Genosse hat es dann später auch eingesehen, hat gesagt, okay, du hast die Sache geleitet, du bist der Kommandant, okay, verstehe ich, ist okay. Aber so viel, wie gesagt, zum Schusswaffengebrauch, das haben wir wirklich sehr ernst genommen. Und ich war wirklich, also auch da sehr penibel, wenn ich derart die Aktion geleitet habe. Auf jeden Fall kommen wir da an. Ich war, wie gesagt, wie immer furchtbar gut vorbereitet, wie wir alle. Wir fuhren halt, das war im Winter, das war übrigens der 23. Dezember. Und einen Tag vor Eiligabend. Und wir landeten da halt vor dieser Filiale im Schnee im Norden Stockholms. Gingen rein, machten die übliche Geschichte. Und meine Aufgabe war dann auch, in die Kassenbox zu gelangen. Das heißt, wir hatten festgestellt, dass die hatten 40 mm Acrylglas. Das wäre auch für die Schrotflinte schon ein bisschen schwierig geworden, also um auch einen Eindruck zu schinden. Das heißt, ich musste irgendwie rinnen in diese Kassenbox. Diese Kassenbox endete in etwa 2 Meter Höhe unter der Decke und hatte oben so einen Spalt von etwa 60, 70 Zentimetern. Ich war natürlich wie immer völlig armiert. Ich hatte so eine Blouson drüber, darunter hatte ich eine Weste. Da waren so einzelne Dynamitpatronen, die präpariert waren gegen Verfolgungsfahrzeuge, eingestöpselt. Da waren verschiedene Werkzeuge drin, eine zweite Knarre und dies und jenes. Ich war ausstaffiert, wie als ob ich irgendwie den Haushalt von Oma Mäume jetzt reparieren möchte, aber komplett Werkzeuge und allem drum und dran. Und wir kommen also rein, meine Genossen nehmen ihre Positionen ein, alles ist wunderbar. Ich fliege auf den kleinen Vortresen, um dann oben mich festzuhalten, um dann eine Rolle rüber zu machen über diese Glaswand, über diese schusssichere Glaswand, rinn in die Kassenbox, hänge so halb drüber, als ich sehe, dass die Kassenbox offen steht. Die war nur angelehnt. Also wieder runter und den normalen Weg durch die Tür. Dann habe ich, hat jeder seinen Job getan. Einer meiner Genossen hat noch einen Zivilpolizisten entwaffnet, der verdächtig irgendwie unter seiner Jacke fummelte und meine Genosse hat einen Animus gehabt, hat gesehen irgendwie ein Sidian, hat ihm die Kanone rausgepflückt, hat Du-Du gemacht und hat ihm das Ding abgenommen.
Und dann habe ich als letzter, auch das war ein bisschen blöder koordiniert, ich war eigentlich Kommandant dieser Unternehmung, aber ich hatte auch entscheidende Funktionen, die eigentlich hätten wir das besser aufteilen müssen, aber wie gesagt, wir sind ja nicht perfekt gewesen. Und das heißt also, ich war der Letzte auch noch drin in der Bank und ich hatte auch noch die Aufgabe, einen Zettel von innen an die Banktür zu kleben mit 4 Mastix-Punkten, so kennt man aus der Theaterwelt, dass das von innen so haftet und da stand dann auf Schwedisch drauf, geschlossen wegen Banküberfall. Damit wollten wir einfach den Leuten, das war ein Tag vor Heiligabend, wollten wir den Leuten einfach eine kleine Arbeit abnehmen und dort wieder einen kleinen Gag landen natürlich. Dann habe ich das Ding ran und dabei ging wieder diese Naht auf und wieder mal ein Fingerabdruck von mir an der Scheibe. Dann sind wir raus und ich fuhr auch noch dieses Auto. Aber 30 Sekunden vorher war halt ein Schneeräumfahrzeug der schwedischen Stadtwerke, der Stockholmer Stadtwerke vorbeigefahren und hatte etwa so 80 Zentimeter Schnee neben uns angehäufelt, neben dem Fahrzeug. Ich habe halt irgendwie die Tür aufgekriegt und bin reingestiegen und meine Genossen blieben noch draußen. Wir haben uns angeguckt und waren völlig entsetzt. Und dann habe ich halt ein Auto gestartet und dann habe ich versucht, das so rauszuwippen mit Vorwärts- und Rückwärtsgang. Und das ging halt nicht. Ich bin wieder ausgestiegen und habe mit einem Schuh und mit einem Stiefel irgendwie so den Schnee zur Seite geräumt, damit wenigstens so das linke Vorderrad da rauskommt. Währenddessen rückte der Mob näher. Also die waren eher neugierig. Die wollten einfach wissen, was das für Leute sind. Und Freunde und Genossen standen halt da mit den Kanonen und haben gesagt, nein, kommt bitte nicht näher und so, das ist alles nicht so cool. Und ich wippte dieses Auto und wippte und wippte und endlich kamen wir da raus und ich konnte anhalten, die stiegen ein und dann fuhren wir ab. Und die ganze Show kam in einen riesen Karton, der war mit Weihnachtspapier und so Schleifen drumherum und Glöckchen und so drumherum und den warfen wir dann an einer Bushaltestelle ab, da stand eine weitere Genossin, die dann mit diesem Weihnachtspaket in den Bus stieg. Wir fuhren noch weiter und dann letztendlich habe ich das Auto dann irgendwann abgestellt und dann fuhren wir nach Hause und haben Weihnachten gefeiert. Ja, und das war es eigentlich für heute Abend. Spaß machen, alle anderen ist scheiße.